Aufnahme ist an. Und bist denn Klaus? Dann sage ich mal nicht, dass du für mich eine Schleiereule zeichnen sollst. Wird schwierig. Eine Schleiereule wird schwierig. Ich habe zum einen noch nie eine gemalt und zum anderen weiß ich nicht, ob ich das ertrage. Ich sollte Frühstück machen. Nee, ich nehme euch mal mit in die Küche. Frühstück, sagt sie. Naja. Eine Panda-Eule. Da steht Kappa. Ja, ich weiß. Also wir müssen ja, glaube ich, komplett zurück zu dem Vergnügungspark da, um Sachen zu sammeln. Und ich befürchte, dass jetzt hier sehr beschissene Sachen passieren. Schauen wir erstmal. Irgendwas war mit dem Brunnen. Ich komme jetzt da zum Glück nicht runter, oder? Schauen wir uns erstmal um. Ich muss irgendwas, glaube ich, auch aus dem Dings besorgen, aus dem Souvenirladen. Also irgendein Messer und so. Da ist das Messer sogar schon. Okay. Dann hätten wir das erste schon mal. Ich habe jetzt nur vergessen, was wir noch sammeln sollen. Ein Messer. Was hältst du von Inazuma 11, falls es dir bekannt ist? Ist für mich in Ordnung. Ich habe es jetzt aber nie komplett verfolgt, Tatsache. Also ich bin da nicht so ganz drin in der Materie. Das ist falsch. Notiz mit einem einzelnen Schritten des Kultistenrituals. Kultistenversteck. Bericht über Rose Marigold aus dem Hauptquartier des Kultes. Könnte auch hier hinpassen. Kritzeleien eines... Siehst du auch Kritzeleien? Auch Kritzeleien? Eines Drogenberauschten über den Ursprung des Kult-Dreieck-Symbols. Das könnte zu den Symbolen passen. Die Mitglieder ermahnt, die Ausrüstung des FBC zu sabotieren. Psychologie? Okay. Wisst ihr, was anstrengend ist? Knapp 6 Terabyte zu scannen, um zu wissen, was wie groß ist und was sich mal löschen kann. Und das über Netzwerk? Scheißnass. Uff. Klingt ja richtig toll. So, wir haben jetzt das Messer. Hatte ich nicht auch eine Sicherung für dieses eine... da gab es ja noch irgend so ein Karussell. Nächstes Jahr soll ein neues Inazuma
Beispiel für die Switch kommen, kann dir mal einen Trailer schicken, wenn du magst. Ja, kannst du gerne machen. Nee, einfach nee. Sportanime sind einfach nicht meins. Gut, das ist hier nach draußen. Alles klar, Pia. Dann danke, dass du da warst. Lenk dich gut ab. So, ich schau mal auf die Karte. Ich muss nämlich jetzt dieses eine... Dings finden. Relevanter Ort. Ich kann hier aber auch nichts markieren, ne? Das ist doof. Kultversteck. Festwagen. Slow Roaster. Ich weiß nicht, welches das war. Butari-Brunnen. Oh nein, der Brunnen ist wirklich relevant. Ach du Scheiße. Ich meine, ja, auf dem Festwagen war auch ein Brunnen, aber ich hoffe nicht, dass ich da rein muss oder so. Das wäre kritisch. Das wäre sehr kritisch. Da kriege ich sehr miese Flashbacks. The Ring und sowas. Immer diese gruseligen, langhaarigen Asiaten, die, wo man das Gesicht nicht sieht und die Haare einfach so komplett über dem Gesicht hängen. Ich finde die mega gruselig. Was? Aua, blöder! Okay, chill. Ich jedes Mal nach der Dusche. Okay, dann bist du auch creepy. Die Tochter eines Biebers kommt dann. Oh ja, aus The Evil Within 2, glaube ich, war das, ne? Habe ich sie beleidigt, du Tochter eines Biebers. Ich weiß nicht mal warum und weshalb, aber ja. Jetzt ist er nicht mehr da? Okay. Oder kommt er, spawnt er noch? Schade, dann wird zusammen duschen wohl nichts. Das wird eh nie passieren. Wo ist denn der jetzt? Habe ich jetzt das Messer aber? Das Messer habe ich. Nach der Dusche sehe ich aus wie ein kleiner Hagrid. Oh. Okay, der Slow Roaster wird es nicht sein. Einfach so, man will mit seinen Liebsten duschen und er oder sie rennt panisch kreischen davon, weil man gruselig aussieht mit nassen Haaren. Ja gut, das wirst du jetzt nicht erleben, aber die Vorstellung ist lustig. Ohne dich geht es nicht. Oh, nicht dieses komische Ding schon wieder. So, war das der hier, der immer aus war? Nee, ne? Hallo, Brandbart? Oh, dieses scheiß Ding erinnert mich immer an Pennywise. Uhuhuhuhu, hihi, huhu. So, schauen wir mal kurz. Was ist das Ding? Da ist der Slow. Das muss der Espresso Express dann sein. Der muss so in der Ecke mal sein, dass ich den nicht sehe.
Das ist da irgendwo bei dem Brunnen, okay. Okay. Ich lass dich einfach mal. So, hier ist der Brunnen. Und jetzt hier muss der Espresso-Express sein. Oh, ich bin immer vorbeigelaufen. Holy shit. Weil es hier auch komplett nicht leuchtet oder so. Die pure Finsternis. So, ich habe jetzt aber eine Sicherung. Jetzt wird bestimmt was ganz Tolles passieren, oder? Sollte ich vielleicht die Waffe wechseln? Oh Gott. Na gut, wir drücken mal den... Wir starten mal. Also gut, jetzt muss ich ihn nur noch in einer Position anhalten, in der ich an die Platine da unten heran... Was? Welche Platine? Wovon redet sie? Danke, Brownie. Was passiert, wenn ich da rangehe? Es passiert wirklich. Ich dachte, das Spiel lässt das nicht zu, aber sie hat jetzt voll eine gesammelt gekriegt. Das war nicht gut. Ah, man muss alles austesten, ne? Ja. Schön. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt nur nicht, was sie haben will. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Das sind die Ziele, okay. Ich sollte mich vielleicht aber auch mal kurz heilen. Ich habe jetzt voll eine rübergebraten gekriegt. Aus dem Selbstversuch. Oho. Ich habe eine Vermutung. Ich habe sie nicht mal gerade verstanden, was sie haben wollte. Deswegen bin ich jetzt, weiß ich jetzt gerade nicht genau, was ich machen soll. Eine Platine von unten. Okay, dann verstehe ich, glaube ich, was sie will. Da muss ich den da irgendwie darüber kriegen, dass ich da runter kann, oder was? Okay. Dann habe ich es doch jetzt verstanden. Ich habe nur das von unten nicht verstanden. Oh, das gefällt mir hier gerade überhaupt nicht. Und ich kann mich hier auch nicht wehren. Ja, von unten, da kann man sich nicht wehren, ne? Was? Hinten? Was?
Platine. Oh oh. Scheiße. Zum Glück saß da niemand drauf. Bam, bam, bam. Da wird gerade die Party gemacht. Boah, Alter. Stell dir vor, du bist da jetzt gerade drinne. RIP. Warum ist hier eine Manuskriptseite? Das gefällt mir nicht. Das ist nicht gut. Monica Thompson zu töten war ein schrecklicher Fehler. Thornton gab Mulligans juckendem Abzugsfänger die Schuld. Mulligan hingegen Thorntons beschissenem Pastrami-Sandwich. Sie waren sich nur einig, dass es nicht ihre Schuld war. Keiner wird ihre Leiche finden. Wir verstecken sie. Sie warfen die Leiche in den Schlund eines bröckelnden Brunnens. Ach du Scheiße, nein. Die mörderischen Huotari-Brüder. Oh nein. Sie logen alle an. Das würde sich nie herumsprechen. Aber ein Geheimnis wie dieses stirbt nicht. Es wuchs in ihnen, wie ein Krebsgeschwür. Die Dunkelheit nahm überhand und füllte ihre Gestalten aus. Oh, ich muss zum Brunnen. Nein. Nein, nein, nein. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Das ist nicht gut. Kannst gerne wieder runter, du Sackgesicht. Okay, ist auf jeden Fall Party jetzt. Das ist eine Kiste. Was verbirgt sich hinter dem Lächeln? Verderbnis und Hass. Was verbirgt sich hinter dem Lächeln? Hinter der Figur war auf jeden Fall irgend so ein was zum Sammeln, glaube ich, was ich noch nicht nutzen konnte. Das heißt, ich gehe jetzt da noch mal hin. Wow, das macht ja fast gar nichts. Das heilt mich ja fast gar nicht. What the fuck? Bye, Pierre. Das ist ja richtig Müll. Also, wo ist denn jetzt dieser quatschende, komische Pottkopf?
Ein Fall hat er jetzt nicht mehr, ne? Bolz meine ich. Okay. Du bist ja ein Witzbold. Gott sei Dank. Und das wollte ich am Anfang schon rausnehmen, aber durfte ich nicht. Der Bolzen ist gebrochen, das kann gut sein. Wie mein Herz. Genau, ich habe ja keins. Oh nee! Na toll. Noch weniger Bolzen wegen euch Arschgesichter. Kann ich das miteinander kombinieren? Ich meine, es ist nur eine Platine, aber was mache ich denn mit der Kassette? Kassettenaufnahme eines seltsamen Lachens. Okay. Da noch etwas, um die Arme zu bewegen? Da ist dein Messer. Und unheimliches Gelächter für die Atmosphäre. Oh. Das ist ja ein Traum. Cool. Seht nur noch die Maske. Wo krieg ich die Maske jetzt her?
Das weiß ich jetzt Tatsache nicht. Warte mal, war nicht dieser Zettel hier dafür da? Die Maske ist genau das, was durchgestrichen ist. Super. Das ist natürlich blöd. Hier runter kann ich nicht, ne? Ja, ich suche erstmal in Ruhe. Irgendwo wird's ja sein. Und ich muss noch irgendwie irgendwas finden, dass ich diese Kiste aufkriege. So. Also sind das jetzt die relevanten Orte, den Texten? Okay. Später. Fehlt ein Soundtrack? Ein Soundtrack. Der Festwagenmörder trägt keine Maske. Vielleicht braucht er eine? Ja, wo ist die Maske? Der Festwagenmörder benutzte ein Messer. Kunst ahmt das Leben nach? Ich weiß jetzt, was dem Festwagen fehlt. Ja, das wissen wir auch. Stelle ein Profil einer Person. So, die L-Schädelmaske, da ist es ja. In der Materialliste für den Festwagen stand etwas von einer Maske. Wo ist sie? Armer Mokka-Elch. Da hat sie's wohl ausgerührt. Das ist der Beweis, Ilmo. Man kann zu viel Kaffee trinken. Mokka wird an einem Ehrenplatz weiterleben. Er hat seinen Kopf verloren. Mulligan und Thornton hatten eine Aufgabe.
Mulligan und Thornton müssen wissen, wo die Elch-Schädelmaske ist. Na toll. Also muss ich die finden. Also, super. Die Maske fehlt. Wo ist sie? Der Tote wird wieder zum Leben erweckt. Die Krone des Großmeisters. Ein Steak ist nie verkehrt. Okay. Kümmere dich einfach darum. Sie wissen, wo sie ist. Ich weiß, dass sie es wissen. Wo ist die Maske? Koche und bleiche ihn. Wir alle verbeugen uns vor ihm. Der Schlund eines bröckelnden Brunnens. Oh nein. Nein. Wer hier das Sagen hat. Die Elchmaske ist beim Huotari-Brunnen. In der Coffee World. Na, das klingt doch super. Schon wieder zum Brunnen. Na, nice. Ich habe etwas gesehen, genau wie damals in Cauldron Lake. Der Brunnen. Hier in Coffee World. Der Elchschädel wird dort sein. Cool. Dä, dä.